Hallo, heute ist Mittwoch und die Woche läuft ganz gut. Mir haben nämlich heute schon zwei Leute gesagt, dass man sieht, dass ich abgenommen habe. Ich merke es auch, mir werden nämlich meine Hemden langsam zu groß und meine Hosen zu weit. Und ich hatte jetzt auch schon eine Hose von meinen kleineren Hosen wieder an. Die war noch ein bisschen eng, aber es wird besser. Und meine Sichtweise hat sich auch so ein bisschen verändert, das habe ich jetzt gemerkt, denn ich denke mehr darüber nach, wie ich aktiver sein kann. Unter anderem habe ich mir eine Schrittzähler-App installiert, danke an der Stelle für den Tipp, und gesehen, dass ich doch teilweise ein bisschen arg wenig Schritte am Tag mache, nur so 2.000 bis 3.000. Und jetzt überlege ich natürlich aktiv, wie ich das steigern kann und versuche meine Schritte nach oben zu pushen. Aber ich muss auch sagen, eine weitere Erkenntnis ist Stress. Und zwar nicht nur mentaler Stress, sondern auch körperlicher Stress. Wer öfter zusieht, weiß, dass wir aktuell ein kleines Kind haben und das lässt uns nachts nicht so richtig schlafen. Heute zum Beispiel gab es 2 Stunden Schlaf und dann nochmal 2,5 Stunden Schlaf. Und wenn der Körper so massivem Stress ausgesetzt ist, dann ist das mit dem Abnehmen, jedenfalls bei mir, deutlich, deutlich schwieriger. Also wenn ihr das Abnehmprogramm startet, macht es trotzdem, auch wenn ihr so einen Stress habt, aber es wird euch leichter fallen, wenn ihr es in einer Phase mit weniger Stress macht. Also wenn ihr das so ein bisschen steuern könnt, dann nehmt eine Phase mit weniger Stress, aber am Ende klappt es bei mir auch so. Hallo! Hallöchen! Ich treffe mich heute mit Simone zum Schrittelaufen. Genau, wir brauchen noch so ein paar Schritte. 5000 bin ich Genau. für meinen Fall. Simone braucht noch 5000, ich brauche noch 6000. Also eigentlich machen wir Sachen für die Autoimmunhilfe, aber wir nutzen das. Also gerade auch die Wartezeit, um im Kreis zu laufen. Und Simone hat mir gerade erklärt, dass, wie war das, Mann in gleicher Größe wie ich, der aber viel schlanker ist, hat den gleichen Metabolismus wie ich. Na, nicht ganz, ein bisschen weniger sogar. Bisschen weniger. Weil er leichter ist. Okay, also dieser Gedanke, dass jemand anderes, der dünner ist und viel mehr Süßigkeiten essen kann als ich, ist ein Irrglaube. Genau, das ist leider ein Irrglaube. Also das ist halt, wer, das berechnet sich nach Größe, nach Gewicht. Eine größere Wohnung braucht mehr Energie, um beheizt zu werden. Und Okay, den dementsprechend verstehe ist ich. der Umsatz entsprechend höher. Und der Glaube, also dass man das Gefühl hat, der isst mehr, ist nicht meistens, also eigentlich nie richtig, leider. Also am Ende bin ich selbst schuld. Na dann, weiter geht's. Hallo, heute ist Donnerstag und heute ist ein typischer Autofahrtag für mich. Das heißt, ich war heute Morgen noch in Berlin, bin dann nach Potsdam gefahren, jetzt zurück nach Hannover. Und was sagt der Schrittzähler? 1800 Schritte. Tiefrot die Zahl, 10.000 sollte ich eigentlich machen, das wäre gut, jedenfalls wenn ich weiter abnehmen möchte und auch generell nach dem Abnehmen mein Level halten will. Da hat diese Mehrbewegung durchaus viel mit zu tun. Also, was ist die Konsequenz? Normalerweise parke ich immer direkt neben dem Fitnessstudio und jetzt habe ich mit Absicht auf der komplett anderen Seite des Parkplatzes geparkt, um wenigstens noch ein paar Schritte gut zu machen. Also, ich merke schon, dass die Beschäftigung mit dem Abnehmen und dann auch vor allem die Frage mit dem, wie halte ich danach das Gewicht, mein Denken verändert und mich auch dazu animiert, mich insgesamt mehr zu bewegen. Also, laufen wir mal los. Hallo, heute ist Samstag und wie man im Hintergrund sieht, ist im Gegensatz zum Abnehmprogramm die Terrasse schon fertig. Ich habe ja noch ein bisschen, bis ich durch bin und ich kann sagen, meine Sicht der Dinge auf Bewegung hat sich auf jeden Fall verändert. Wir müssen da hinten nämlich so Pfosten und Fundamente machen für die Überdachung und es stand die Wahl, buddel ich die selbst oder holen wir einen Bagger? Und ich habe mich dafür entschieden, sie selbst zu buddeln, weil ich ja dann mehr Energie verbrauche und hoffentlich auch mehr Fett. Und diese Denkveränderung ist, glaube ich, das, was total wichtig ist, sich zu überlegen, wo kann ich mich mehr bewegen, wo kann ich meinen Grundumsatz erhöhen durch diese Mehrbewegung. Und dafür ist halt auch dieses Schrittezählen so wichtig. Hat ja schon erzählt, dass jetzt vor ein paar Tagen hat das nicht so geklappt. Ich blende jetzt mal einfach ein, meine Woche in Schritten. Und da sieht man ganz gut,
dass natürlich mehr Schritte auch mehr Kalorien verbrauchen und damit am Ende auch mehr Fett verbrennen. Und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz essentieller Punkt, sich zu überlegen, okay, wie kann ich mehr Energie verbrauchen? Wie kann ich aktiver sein? Gehe ich doch nochmal mehr um den Block? Bringe ich den Müll raus? Gehe ich mit den Hunden? Was auch immer. Also alle Dinge, die Bewegung sind, verbrauchen am Ende Energie. Und wenn ich abnehmen will, dann brauche ich genau das. Und wenn ich danach mein Gewicht halten will, muss ich meinen Grundumsatz erhöhen. Und genau darum geht's. So, Woche ist aber noch nicht zu Ende. Heute ist Samstag, einen Tag gibt's noch. Also, bis morgen. Hallo, wir haben den letzten Tag von Woche 11. Ich bin ganz schön schnell unterwegs, weil man sieht das hier im Hintergrund. Ich habe nur wenig Zeit, will aber trotzdem so viele Schritte wie möglich machen, also bleibt nur schneller laufen. Woche lief gut, ich bin bei 98,5 Kilo angekommen, damit geht es weiter im positiven Sinne bergab und ich bin auch total zufrieden, weil es waren zwei Kindergeburtstage bei uns und da gibt es natürlich Kuchen und glutenfreien Kuchen und da kann ich dann am Ende auch nicht widerstehen. Also dementsprechend, ich bin froh über meine 500 Gramm, total gut, haben wir vielleicht auch die Tage mit den vielen Schritten mit zu tun. Und ja, Woche 11 geht zu Ende. Damit geht es in Woche 12, die letzte Woche vom Programm. Ich bin total geflasht. Also in der Mitte hatte ich ja einen krassen Durchhänger, aber jetzt bin ich gut drauf, es klappt gut. Und ich freue mich, Woche 12 gemeinsam mit euch zu erleben. Also, bis nächste Woche.